Ja, willkommen heute zu einer Folge von Angeschaut und Ausprobiert mit einer Besonderheit. Diesmal gibt es keine Zufallsauswahl, sondern ich habe gezielt ein bestimmtes Spiel ausgesucht, und zwar der Elder Scrolls Online. Das ist normalerweise keines der Free-to-Play-Spiele, aber aktuell ist ein kostenfreies Steam-Wochenende, wo man das einfach ein paar Tage lang ausprobieren und spielen kann. Wohl nicht alle Komponenten in der Vollständigkeit, sondern das, was als Downloads, also DLCs, rausgebracht wurde, sind wohl nicht verfügbar, aber ich glaube nicht, dass ich überhaupt so weit kommen werde. Aber ich werde auf jeden Fall mit euch zusammen mal eine Stunde in das Spiel starten. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, das ganze Spiel konfiguriert, mich angemeldet, mir einen Zauberer angelegt, mit dem es jetzt letztlich erstmal darum geht, anzuschauen, wie mich dieses Spiel überhaupt ins Spiel bringt und was ich am Anfang erleben werde. Auf in eine spannende Stunde. Bin sehr gespannt auf das Skillsystem, das dann direkt sicher oder dass ich einzelne Skills ganz gezielt, indem ich sie benutze, aufleveln kann und so weiter. Also mal sehen, was das Spiel so hergibt und ob ich Interesse habe, es tatsächlich dann auch gegen Geld weiterzuspielen. Also es ist ja so, ja, vielleicht noch ganz kurz, die nicht so aktiv da das beobachtet haben. Am Anfang ist es ja als Abo-MMO rausgekommen, ist dann umgestellt worden auf Kaufen, um zu spielen. Das heißt, man muss zumindest das Spiel erwerben. Die monatliche Gebühren sind optional, da kann man sich so eine Art Premium-Mitgliedschaft dann weiterhin erwerben, aber es ist nicht zwingend notwendig. DLCs sind halt dann nochmal extra vorhanden und es gibt noch eine Premium-Währung, irgendwelche Kronen. Da müsste ich irgendwo mal gucken, wann das im Spiel auftaucht, für das Login jetzt hier am Wochenende 500 Kronen bekommen. Die sind irgendwo im Wert wahrscheinlich so um die 2 bis 3 Euro, wenn man das mit den Shoppreisen aktuell vergleicht. Ich werde jetzt mal das Intro noch anschauen, weil das habe ich beim ersten Mal übersprungen. Also auf in den Vorspann und dann auf ins Spiel. Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Der kaiserliche Thron ist verwaist. Und drei große Allianzen kämpfen um ihn. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind dreht sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Und so greift der lange Arm des Todes um sich. Das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Auf zur Reise, auf zum Loslegen. Also, auf geht's. Findet einen Weg, um aus Kalthafen zu entkommen. Okay. Wählt einen Gegenstand, um dessen Eigenschaften anzuzeigen. Drückt E, um den Gegenstand an- oder abzulegen. Markiert ungewollte Gegenstände als Trödel. Ihr könnt Trödel so schnell bei einem beliebigen Händler verkaufen.
Okay, aber ich habe noch nichts. Handwerksbeutel ist gesperrt. Währung, Allianzpunkte Gold und Teller Warsteine. Bei Handwerksbeutel ermöglicht es euch, Handwerksmaterialien getrennt von eurem normalen Inventar aufzubauen. Okay, also ganz normal Inventar aufrufen. Eure Fertigkeiten. Naja, laufen wir erstmal los und nicht so lange hier rumgetrödelt. Also, auf nach Kalthafen zu entkommen. Kann ich hier irgendetwas mitnehmen? Irgendwas zum Einsammeln? Was? Wie? Wer spricht da? Ich heiße Lyris. Hi, Lyris. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Okay. Und kriegst du die Tür auf? Oder soll ich die aufmachen? Find einen Weg, um aus Kalthafen herauszukommen. Du musst doch wenigstens noch irgendwas zum Einsammeln sein. Oder auch nicht. Na schön. Also, raus hier. Lyris Titanenkind. Das ist kein Dremoa, oder? Drückt E, um Gegenstände einzusammeln. Ja, welche denn? Ich sehe ja noch gar keine Gegenstände. Durchsuchen. Schaden und Stufe 1. Nehmen. Drückt, um zu eurer Waffe zu greifen. Okay. Gut. Aber durchsuchen kann ich den nicht. Das wird auch hier. Hat er gerade was aufgeleuchtet? Eiserne Jungfrau durchsuchen. Plunder. Derdra-Fetzen. Naja, immerhin soll es ein Goldstück wert sein. Hm? Okay. Die ist leer. Gibt es sowas wie eine Map? Ah ja. Folgt Lyris. Was ist das? Wo ist die denn jetzt eigentlich hin? Lyris, wo steckst du? Ah, da vorne. Okay, weiter. Besiegt die Gefängniswaffe. Jawohl. Drückt, um Dings anzugreifen. Abgeschlossen. Okay. Okay. Umschalten, um zu sprinten. Jawohl. Hier ist noch eine eiserne Jungfrau. Na dann mal weiter. Es gibt irgendwie Verzerrung. Bleibt jetzt nicht stehen. Geht weiter. Lasst uns gehen. Noch mehr Wachen auf dem Weg. Aber angreifen kann ich die nicht. Okay. Bleiben wir in Bewegung. Ich glaube, ich sollte die Auflösung ein bisschen runtersetzen, oder beziehungsweise die Details. Haltet die Taste gedrückt, um schwere Angriffe auszuführen. Okay. Verschwinden wir von hier. 35 Erfahrungspunkte. Rang 2 bei 2 in der erreicht. Hier bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Ihr müsst mich retten.
Und im Gegenzug muss ich euch retten. So, so. Einen Moment. Kommt her. Wir müssen reden. Na dann, lass uns mal reden. Der Prophet, er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Na dann, auf geht's. Wir sollten weitergehen. Kann ich hier nicht mal noch ein bisschen was ein... Na also. Hörst du. Ob ich Landwirtschaft betreiben kann? Mal gucken. Ui, yum yum. Stil der Bosema. Gut, alles leer. Noch eine eiserne Jungfrau. So, auf welcher Entfernung funktioniert das? So groß ist die Reichweite auf jeden Fall nicht. Alchemiefläschchen. Ist ja lustig, dass ich hier dann einzelne Sachen aufsammeln kann. Noch ein Käfig. Noch mehr Knochen, noch mehr Würmer. Die kommen wohl nicht so einfach da raus. Wo steckst du denn schon wieder? Okay, der will nicht kämpfen. Doch, jetzt. Schmuckverlüge, die Zeitung des Schwieriges dagegen. Was ist jetzt los? Ah, da ist noch eine. Gut gemacht, mein Freund. Arkais Bart. In einem Kampf seid ihr einiges wert. Okay. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Beeilt euch. Einen Fertigkeitspunkt erhalten. Also, was gibt's im Charaktertänzer jetzt zu tun? Verfügbare Attributspunkte verteilen, Zauberei, Überlebensfähigkeit und Waffen- und Rüstungsfähigkeiten. Okay. Ein Attributpunkt. Super. Da ich ja eher Richtung Magie gehen will, werde ich mal erstmal auf Leben gehen. Leben ist immer hilfreich, sowohl als Magier als auch als Kämpfer zu überleben. Okay. Was liegt denn hier überall rum? Also, der hat nichts. Ha! Da geht's weiter. Wow, der Krabbler hat den ganzen Krimskrams da drin ausgefüllt. So, der ist schon leer. Da gibt's nichts mehr. Bin ja mal gespannt, ob es sowas wie ein Gewichtssystem gibt. Einsatz, Lebensregeneration, Inventar, Gegenstände. Also die Würmer und Knochen sind neu. Krabbler, Schlückchen des Lebens. Na gut. Oh, es gibt nur 60 Inventarplätze.
Ja, dann wird es wohl nicht ein Problem des Gewichts sein, sondern vor allen Dingen, dass man nicht viel Platz hat, um so einen ganzen Krimskrams einzusammeln. Na, mal schauen, wie das später dann gelöst ist. Sind das schon andere Spieler? Ihr seid Ziel eines Statuszwecks. Das Erscheinungsbild eurer Lebensausdauer und Magierleisten ändert sich, wenn ihr von einem Effekt betroffen seid. Okay. Will ich nicht einen Kalthafenwächter? Das darf es ja wohl du da sein. Wie war noch gleich euer Name? Ihr habt eine Benachrichtigung erhalten. Nachricht worüber? Gildeneinladung, Kontaktanfragen. Okay. Kein Handeln, danke. Ey, jetzt lass mich in Ruhe. Ich will jetzt nicht handeln. Ich will erstmal ein bisschen rumschauen und feststellen, was hier so los ist. Muss ich jetzt eigentlich nur die Taste gedrückt halten? Ich glaube schon. Rang 3 bei Zweihänder erreicht. Aber nichts hier zu finden. Okay, kommt gleich der nächste. So, aber das waren jetzt alles noch keine Wächter. Okay, jetzt hat mich wieder irgendjemand verzaubert. Du greifst mich an. Okay. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen von ihnen vernichten, sind auch die anderen eine Zeit lang geblendet. Na dann. Ah ja, genau. Also auf der Karte, ich stehe hier. Und das ist einer der Wächter, die vernichtet werden sollen. Na dann, auf geht's. Gerste. Eine leere Urne. Oh, Wasser. Eisenhänzen. Was für ein Tier. Kommt und holt es euch, ihr ewigen Honker. Clanbann. Also, wo war jetzt der Wächter? Du ein Wächter? Ich glaube nicht. Okay. Bin ich schon vorbei? Das heißt, der Wächter ist nicht da. Der ist schon gekillt worden. Ach ja je. Dann hoffe ich mal nicht, dass die irgendwie... Moria-Gruppe, dass sie oft genug spawnen, damit ich da irgendwie weiterkomme. Eine wilde Seelenberaubte. Wenn ich jetzt da oben bin,
Das sind doch alles keine Wächter. Also Soos, was ist jetzt hier der Fall? Die Wächter sind untereinander verbunden. Ist das da drüben Wächter? Auch schon wieder hinüber. Ah, okay, jetzt ist er doch da oben. Versucht nicht weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Das ist einer der Wächter. Geht ein Angriff auf den Hinterhalt auf, um den Wächter zu zerstören. Drückt String zum Schleichen. Wenn ihr verborgen seid, um einen Angriff aus dem Hinterhalt auszuführen. Okay. Abgeschlossen. Vernichtet. Sehr schön. Schnell. Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Na dann, auf geht's. Ja, wo rennst du denn hin? Oh, vielleicht nicht runterspringen. Ah, meine Ausdauer geht beim Laufen auch runter. So, also. Erreicht die Zelle des Propheten. Ach so, diese Tore sind dann einfach nur so eine Art Zwischenmarkierungen. Niemand kann meinem Gefängnis Kreishafen entkommen. Herr Mamoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Okay, Lyris, wo steckst du? Was machen wir jetzt? Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Also, zum Fluss. Nein. Also da unten hin. Okay. Eines schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Der wirkt nicht sehr nicht verrückt. Sir Catwell, ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Die Wahrheit ist, ich bin schon so lange hier, dass sich dieser Ort wie mein Zuhause anfühlt. Aber ein kleiner... Also, auf zum Ende des Flusses und irgendwie in dieses Gestade rein. Oder wo auch immer, in diese Gruft hinein. Naja, da sind wir ja schon. Da sind auch schon die nächsten Spieler, die da ebenfalls lang wollen. Je eher ihr diese Tür aufbekommt, desto früher können wir von hier verschwinden. Super. Okay, ich habe nur noch einen Dietrich. Und wenn der hinüber ist, was dann? Okay, Schloss aufbrechen. Nein, nein, einstecken. Da wäre es eigentlich nur praktisch gewesen, wenn der auch da nicht mehr rumliegen würde. Hey, eine Axt. Ich würde gern ein anderes Teil benutzen. Okay, er hat etwas weniger Schaden. Wie weggeworfen. Ach so, aber ich habe den doch hoffentlich noch im Inventar jetzt. Ach, das war ein Rezept. Erhöht eure Ausdauer 35 Minuten lang um 604. Zutaten Ginkgo. Nee, Ginkgo habe ich da vorhin schon. Ihr habt gelernt, wie man Ginkgo-Tonikum macht. Also, das war das Inventar. Charakterfenster, hat sich noch nichts getan.
Fertigkeiten. Mhm. Waffe 2 in da. Waffen mit Schild, 2 Waffen. Und da gibt es auch noch nicht allzu viel. Volk, Kind der Bucht, Opportunist. Okay. Und Handwerk. Erlaubt es euch, Tränke und Gifte der Stufe 3 mit natürlichem Wasser und Schmiere herzustellen. Erlaubt euch die Nutzung von normalen Rezepten. Okay, aber das sind die Sachen, die ich dann... Wollt ihr dies wirklich erlernen? Das wird euch ein Fertigpunkt... Okay, einen habe ich bereits. Okay, 450 Zauberzeit. 302 Schockschaden. 415. Schockschaden und nahen Feinden Magierzorn. Fällt es im Leben innerhalb von 4 Sekunden auf unter 20 Sekunden. Aber ich glaube, dann mache ich erstmal nur den Kristallschaden. Ja. Meine erste Fertigkeit. Ja. Okay, ist ja schon drin. Gut. Schwert. Da habe ich zumindest da auch gleich noch was. Okay, ich glaube, wenn sich diese komischen Pfeile zusammenziehen, dann gibt es da zumindest irgendetwas zu tun. Aber ich muss trotzdem dicht genug dran sein, damit ich dort... Aber das Schwert kann ich nicht mitnehmen. Ich habe doch gar nichts, gar keine dunkle Magie eingesetzt. Die ist leer. Okay, sucht nach der Zelle des Propheten. Ein Frosch. Du erschreckst mich immer wieder, wenn du dich so hinter mich stellst. Hey, da ist noch ein Frosch. Aber der hat nichts drin. Der schon. Mmm, yummy, yummy. Froschinnereien. Minze. Ein Schild. Jetzt habe ich Schild und Waffe. So, dann nimm doch mal das Schild mit in die Ausrüstung. Genau, Schild und Waffe. Eisenschwert und Schild geht auch. Okay, das ist zweihändig, das geht dann nicht mehr in der Form. Ah. Oh. Komm, Magie einsetzen. Tschum. Okay. Soll ich denn eigentlich hin? Ah, okay. Das heißt, da ist noch ein ganzer Weg durchzulaufen.
Schon zu spät, ich habe den schon erledigt. Den Stab kann ich nicht mitnehmen. Die plündern hier alles aus. Dann ist ja hier nichts mehr zu holen. Darf ich in die richtige Richtung? Ja. Also dann weiter. Schnappen wir uns den nächsten. Ich weiß nicht, ob das Kampfsystem tatsächlich von der Positionierung abhängt. Also wenn der ausholt und ich abblocken kann. Das ist der Teil, in dem ihr einfach verblutet. Was? Hab doch gewonnen. Erzähl doch nicht so einen Käse. Ja, die Kiste sieht auch schon ziemlich geplündert aus. Autsch. Nochmal Wasser. Da gibt's nix. Na dann. Zelle öffnen. Der Käfig des Propheten sollte direkt vor uns liegen. Schnell jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Hallo Profi. Die gute Nachricht ist, dass wir es in einem Stück bis hierher geschafft haben. Für seine Sicherheit zu sorgen und ihn nach Tamriel zurückzubringen. Ich komme nicht mit euch. Was? Wieso nicht? Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Der Prophet wird wissen, wohin es geht, aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Okay, dann los. Okay, du gehst jetzt nach oben. Ja, es geht zum Ausweichen Doppeldrücken. Okay. Ah, okay, die zweite. Das heißt, mit jedem Gegner wird es dann... Abgeschlossen, Lyris verteidigt. Freiheit. Ich erinnere mich an das Gefühl. Aber es wird nicht lange andauern, wenn Molag Bal seinen Willen bekommt. Dem Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sein können. Ihr Opfer darf nicht umsonst sein. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. Die Stufen hinauf, schnell. Wir müssen zum Ankerplatz. Also, auf geht's. Zurück nach Tamriel und diese Einführungsquest dann auch abzuschließen. Da ist er. Der Ankerplatz der dunklen Anker. Hm.
Reicht den Fluss des Angeplatzes bezwingt das Kind der Knochen. Sieht aber nicht nach einem Kind aus. Der Sterbliche meint, sich mir widersetzen zu können. Vergeblich, bald wird eure Welt in meinen Ketten liegen. Ich werde euch beschützen. Schon, hä? Wie ist denn der jetzt so schnell schon platt gegangen? Bin schon wieder aufgestiegen. Aber das war ja jetzt gerade ein Krimskrams. Ich bin stammt vom Hals. Ah, Schmuck. Gift. Reparieren. Verzaubern. Ihr habt keine Verzauberung. Okay. Wenn die keinen Effekt hat, braucht ihr auch nicht anzulegen. Auf jeden Fall steigen die auch bald im Level irgendwie auf. Sehr interessant. Also Rüstung. Ah, das war das. 1100 Rüstung. Okay, quatschen wir eine Runde. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Scherbe von Aetherius, kommt über uns und weiht uns mit eurem Segen. Da, schnell, nehmt die Himmelsscherbe. Lichtscherben nimmt überall hin, jede dritte gesammelte Scherbe erhöht zusätzlichen Fertigkeitspunkt. Wie was auf die Fins von, könnt ihr durch den Entschluss von Hinweisen in der Himmelsscheibensektion sehen. Beeilung, wir müssen jetzt gehen. Wartet auf den Propheten abgeschlossen. Nährt euch den Portal, nährt euch den Portal, benutzt den Richtes um nach Tamriel zu. Ja. Okay. Zumindest haben wir es in der ersten Stunde bis nach Tamriel geschafft. Mal gucken, wo es jetzt weitergeht. 9 Tage verbleibend. Achso, das sind die Sondergeschichten. Der Entseelte erwacht erneut. Kommt her. Wir müssen reden. Der Prophet ist jetzt nur noch ein Geist. Oh. Objekte mit einer roten Aufforderung stehlen, zeigen fremdes Eigentum und sie zu stehlen, ist ein Verbrechen. Sollte dabei beobachtet worden sein, wurde ein Kopfgeld auf euch ausgeschrieben. Die Wachen werden euer gestohlenen Gegenstände konfiszieren, wenn ihr nicht flieht. Ihr könnt gestohlene Gegenstände bei einem Hehler in den Gesetzeslosen unterstützen verkaufen. So. Naja, als Dieb fange ich jetzt jedenfalls nicht gleich an. Oh, alles rot. Na gut, scheint nicht mein Zeug zu sein. Also, was los? Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Also her mit dem Fertigkeitspunkt und der versiegelten Urne. Seid auf der Hut, Entseelter. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Helft ihnen, wenn ihr könnt, und nehmt ihre Hilfe an, wann immer ihr sie braucht. Na dann, auf geht's, endlich irgendwelche Sachen anzustellen. So, aber vorher nochmal ein Blick ins Inventar, was da jetzt eigentlich genau los ist. Kalthafen, sie wurde fest verschlossen. Ein Name ist in die Seite eingebrannt. Okay. Versiegelte Urne. Hieb des Aufsehers. Hahn, Bogen.
Das ist ja schön. Und ein Wams. Gut. Die Dietriche. Das heißt, da kann ich jetzt eine komplette Rüstung anlegen. Und kann ich direkt ausrüsten. Muss nicht mit Doppelklick machen. Und das Ding kann ich auch ausrüsten. Und habe dann den Bogen. Ja, mal schauen, wie das Fernkampfzeug funktioniert. So, die Fertigkeiten. Ah, Kristallscherbe war meine Angriffsfähigkeit, deswegen. Zwei Fertigkeitspunkte. Himmelsscheiben, 1 von 3. Questtagebuch. Gar keine? Oh, das ist die ganze Lore wahrscheinlich. Da gibt es auch viel zu finden. Du hast Errungenschaft, schließt Kapitel 1 der Hauptgeschichte ab. Und Ranglisten. Okay, die interessieren mich erstmal nicht. Ah, hier habe ich tatsächlich die 500 Kronen auf jeden Fall bekommen. Weiß nicht, seit wann die da schon drinstehen. Sammlungen, findet ihr allerlei für ein Konto freigeschaltete Sammlerstücke und Inhalte zum Herunterladen. Aus den Reittiere, friedliche Begleiter. Naja, mal schauen, was da kommt. Das sind die verschiedenen DLCs. Wäre jetzt noch die Frage, ob man Kronen eigentlich irgendwo im Spiel finden kann oder wie das funktioniert. Das heißt, ob man die tatsächlich dann nach und nach erwerben kann. So, die klassische Karte. So, dann die Magicka mal noch ein bisschen hoch. Ha, das ist natürlich gut. Kann ich die einsperren? Okay. Einkaufen. Rezepte. Trödel verkaufen. Ja. Achso, die haben aber alle überhaupt keinen Wert. Reparieren. Gold habe ich jedenfalls nicht sehr viel. Hätte ich mir wahrscheinlich sparen können. Naja, egal. Die welke Blume blüht wieder. Schön, euch in bester Gesundheit wiederzusehen. Der Rest. Nun, je weniger Worte man über diese blutrünstigen Meuterer verliert, desto besser. Da ist wohl einiges im Argen. Ist natürlich die Frage, was da tatsächlich angestellt wurde. Da hinten gibt es auch noch Nicolens Tagebuch. Hey du, wer immer du bist, das ist privat. Privat! Wenn du es liest, werde ich dich töten. Ich schwöre es, wenn ich dir im Schlaf ein Messer in die Rippen ramme. Davons Wacht an, überall Dunkelelfen und Agonia. Sieht verrückt aus. Okay, Sonnenhöhle, Serbsaat. Hey, Miezekatze. Kann ich nicht erledigen. Maus. Doch, kann ich. Aber ich treffe dich nicht. Wie kann ich denn die Waffen wieder wegstecken? Ah, ich kann auch rauszoomen.
Funktioniert nicht so. Da ist noch eine Katze. Also Captain, wo steckst du? Bootsmann spricht mit Captain Colleen. Okay. Oh, ich habe den Hafen entdeckt, in dem ich gleich erstmal ins Wasser gesprungen bin. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ah ja. Ein kleines Bad ist doch sehr erfrischend. Hey, die kann ich doch bestimmt einsammeln. Komm. Ahorn enthacken. Juhu. Sehr schön, ich kann Rohstoffe einsammeln. Handwerken. Ich komme. Erstmal ein bisschen hier aufräumen. Da war doch vorhin eine Krabbe. Ups. Ey, jetzt bleib mal friedlich, du kleine Krabbe. Was, das ist alles? Okay, wo ist die andere? Da hinten. Die ist schon erledigt. Der sieht nicht mehr so gut aus. Hey, da hinten bewegt sich doch noch was. Also, fesseln. Und dann kann ich sie erledigen. Ha. Aber wieder nichts. Keine Krabbeninnereien oder irgendwas. Captain, wo steckst du? Ich habe genug von dieser Insel Kalin. Ich sollte in Betnik bei meinem Volk sein. Shangara. Denk nach, Lambur. Wie sollen wir ohne Mannschaft dorthin gelangen? Also, das sind alles irgendwelche Leute. Ah, da oben. Hallo, Captain. Schaut euch das an, Lambur. Unser beinahe ertrunkener Freund ist wieder bei Kräften. Niemand hier will mit einem Kapitän in See stechen, der keine Bretonen überfallen will. Sucht unter dem Palast den Eingang zum Verlies von Bosek, dem Blutigen. Schade, da habe ich jetzt wohl vorzeitig die eine Quest angenommen, ohne genauer zu schauen, wie die anderen beiden Aufgaben gewesen wären oder wie die anderen beiden Personen zu erwischen. Aha, Ratte, Ratteninnereien, yummy, yummy. Na, du gehst nicht, dich kann man nicht jagen. Ach so, ich sollte ja das Grab betreten. Ich habe wenig Zeit zum Reden. Zum Wiederbeleben halten, gefüllter. Was? Ich kann ihn leider nicht wiederbeleben. Vorbei. Ich bin hier halt einfach nicht in der Wildnis. Alles scheint irgendjemandem zu gehören. Okay, wo soll ich denn jetzt überhaupt hin? Da oben. Also schaue ich mal, dass ich noch die erste Mission fertig mache. Oder vielmehr
die erste Mission hier drin. Auf jeden Fall am Fluss entlang. So, da dürfte dann schon der Eingang ins Grabmal sein. Okay, das war nicht der Fährmann, der da stand, sondern einfach ein anderer Spieler. Das Grab ist entdeckt. Wer bist du? Mein armer Jakam. Ich möchte gar nicht daran denken, was sie ihm da unten antun. Ich kann mir immer noch ein neues Kleid kaufen. Da gibt es doch schon nichts. Einen kleinen Seestern vielleicht. Oh, das scheinen wohl die netten Fallen zu sein. Endlich kann ich mal wieder was durchsuchen, ohne gleich als Dieb dazustehen. Fischschleim, lecker. Was war denn jetzt da drüben noch zu holen? Die plündern hier schon alles aus. Eine Jute-Robe. Das muss ich mir doch gleich mal anschauen. Okay, die ist aber schlechter als meine aktuellen Klamotten. Wird durch getötet Feinde erfahren um 7%. Und die tut es jedenfalls nicht. Auch wenn sie grün ist. Zutaten für Herstellung von Getränken, von Speisen. Schon wenn er für Händler einen Wert hat. Gut, dann Trödel. Auch Trödel. Eisenschwert, Hirse, Speisen, Fischen. Und der Fische im Stil der Bosoma verwendet wird. Fischen, Getränke. 10 Exemplare können in 7 bis 10 geschliffene Ahrenfeine veredelt werden. Von Schilden, Stäben und Bögen verwendet. Dann vermute ich aber mal, dass man sich das nicht gegenseitig wegnimmt, sondern dass letztlich jeder in der Lage ist, hier das Zeug einzusammeln. Und dass die für den einzelnen Spieler verfügbar sind. Ja, so wird das Inventar schnell voll. Könnt diese Tür von dieser Seite aus nicht öffnen. Ah ja. Dann werde ich mal vermuten, dass ich da wieder ankomme. Schleim in einem Sack. Und der hat jetzt die Maus wieder gekillt, sodass ich da nichts machen kann. Jasmin-Tee, Rosenkräuter. Aber alles auch ziemlich wertlos. Ah, wählt zwischen Kochen und Brauen und sucht euch dann die Gegenstände, was ihr zubereiten möchtet. Drückt R, um einen Gegenstand herzustellen. Noch keine Rezepte zum Kochen und zum Brauen habe ich aber ein so ein Ding.
herstellen. Dann mach doch mal. Lecker, lecker. Gleich steige ich eine Stufe auf. Versorgen Stufe 2. Macht aber auch keinen Unterschied. Auch gut. So, der Gewürzsack ist schon leer. Ach so, wieso ist eigentlich der Zutatensack noch nicht aktiv? Weil eigentlich ging es ja darum, dass hier Handwerksbeutel. Ah, okay, da ist schon das erste. Ohne Abo bekommt man den Handwerksbeutel nicht und das heißt, man kann sich mit diesem ganzen Item-Slots hier rumärgern. Naja. Das sind dann schon mal sehr handfeste Vorteile. Oder vielmehr Nachteile. Ach ja. Ja, dann lohnt es sich auf jeden Fall ziemlich wenig, hier irgendwelche Sachen einzusammeln. Wenn dann letztlich ja ohnehin das Problem besteht, einfach keinen Platz mehr zu haben im Inventar. So, einsperren und Magie. Das hier auf jeden Fall ist beides ziemlich schnell zaubern. Mate. Tja, zu nah ans Feuer gestellt. Inventar ist voll. Na also, geht doch. So, was mache ich jetzt mit dem ganzen Plunder? Aber unabhängig davon, ob es als Trödel markiert ist oder nicht. Zauber mal ordentlich. Ey, was machst denn du an meiner Dingsbums darum? Tja, was stelle ich jetzt damit an? Lebensregeneration. Ja, ich glaube, da gefällt mir das mit den Schwertern irgendwie besser. Und dazu dann die Magiefähigkeiten in Kombination. Okay, diesmal gibt's was. Rezept Bananenüberraschung. Euer Inventar ist voll. Verkauft eure Gegenstände bei beliebigen Händlern in Städten bzw. bei Reisen. Lagert eure Gegenstände in eure kontoweite Bank oder kauft euch weitere Taschenplätze bei einem Taschenhändler. Ah, okay, zumindest kann man sie dann noch irgendwie ausweiten. Die gehen mit der rechten Maus an, wird dann zerstören, um den Gegenstand für immer zu entfernen. Okay.
Also den Trödel kann ich ja eh dann zerstören. Ja, ist ja eh nichts wert. Zerstören. Jawohl. Gut, dann kann ich jetzt zumindest die anderen zwei Sachen einsammeln. Und ich will jetzt eh umwechseln. Zweihändig möchte ich nicht. Ey, du! Dass mir noch nicht ganz klar ist, wie oder was dann jeweils aktiv wird. Okay, auch wieder etwas, was ich nicht mitnehmen kann. Also ich will jetzt wieder auf Nahkampf wechseln. 17. Okay, dann nehmen wir einfach den da. Ach, eine Bananenüberraschung habe ich sogar schon. Sehr schön. Ist irgendwie ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite, es bringt nicht viel, das ganze Zeug wahrscheinlich jetzt einzusammeln. Auf der anderen Seite, es stehen zu lassen, ist auch irgendwie blöd. Weil irgendwie gehört das Sammeln ja gerade dazu, dass man alles Mögliche mitnimmt. Auch wenn man irgendwie noch gar keine Ahnung hat, wofür es eigentlich später mal nützlich sein sollte. Auf jeden Fall mit den Kräutern kann ich nicht allzu viel anfangen. Zumindest kann ich keine Kräuter ernten, obwohl hier so ein paar nette Pflanzen rumstehen. Ah, die Kiste von oben. Hätte ich auch direkt runterspringen können. Okay, ich habe ihn endlich gefunden. Ihr seid keine Wache. Ihr müsst mir helfen. Ihr werdet feststellen, dass ich ein Mann mit vielen Talenten bin. Na dann, Abschluss. Wenn ich einen hübschen Kerl in einer Zelle vorfände, würde ich ihn befreien. Ja, klar. Ist das gerade wirklich so wichtig? Man kann doch einen Dieb nicht bestehlen, oder? Okay, ich hol dich da schon raus. Wie kriege ich das Ding jetzt auf? Okay. Hierfür schulde ich euch was. Danke. Und jetzt hauen wir ab von hier. Ja, Ratten jagen. Nach euch. Aha, Moment, wo ist der denn jetzt hin? Achso, der ist einfach schon abgedampft und ich muss jetzt hier selber rumlaufen. Na schön, dann ab nach oben. Speedy Gonzales. Das ist aber eine ziemliche Entfernung auf die, die da kämpfen können. Und ich kann mich auf jeden Fall bewegen. Super. Wer ist das? Du bist es. Okay, Rang 6 bei dunkler Magie erreicht. Okay, ab jetzt nach draußen. Ah, lass mich doch in Ruhe. Mit dir lege ich mich überhaupt nicht an.
Mal jetzt noch die Mission hier zu Ende und dann ist es gut. Uiuiui. Muss ich doch fast oben sein. Hey, was ist das denn? Hallo, Jakan. Oh, dann können wir nicht gehen. Irien ist da draußen. Oh, und Wachen. So können wir beide unsere Köpfe behalten. Ach, er will sie wohl nicht wiedersehen, hä? Ah, ich bin schneller als du. Und, bist du schon da? Hallo? Ach, endlich mal ein bisschen Helligkeit. Das ist so düster in den Verliesen. Danke, dass ihr mich da vorhin rausgeholt habt. Und deshalb, mein guter Freund, werdet ihr mir in ihre Mine folgen, ja? Ach, so ein... Hier lang. Naja, soll er erstmal vorgehen und sich eins auf die Rübe geben lassen. Ich werde jetzt erstmal soweit ja, für angeschaut und ausprobiert jetzt Schluss machen. Wir treffen uns an der Tür. So, also er ist jetzt gerade schon angekommen. Ich werde, ja, soweit so ein erster Einblick. Also schön aussehen tut es auf jeden Fall, aber irgendwie ist es im Moment ein bisschen zäh. Also klar, das viele Einsammeln von dem Krimskrams hält natürlich auf und hemmt dann auch den Spielfluss. Da ist dann natürlich die Frage auch mal, ob ich einfach so einer Mission hinterherlaufe und dann... Ah, da bin ich rausgeklettert. Und dann so eine Mission einfach straight vorwärts folge. Ja, im Moment weiß ich noch nicht so richtig. Also ich werde das Wochenende noch ein bisschen nutzen, um mir das Spiel weiter anzuschauen. Aber im Moment bin ich jetzt noch nicht so sehr davon angetan, dass es mich jetzt schon zu Begeisterungsstürmen hinreißt und ich das anfangen würde zu spielen. Aber ich denke, für das Wochenende ist es noch ganz kurzweilig und werde ich noch ein bisschen ausprobieren, wie es ist mit den verschiedenen Waffen oder irgendwie mit den verschiedenen Sachen warm zu werden. So, zum Abschluss noch einen Moment die Aussicht genießen, mal sehen, wie viel Zeit ich hier am Wochenende noch verbringen werde, um mir das Spiel ein bisschen genauer anzuschauen. Im Moment ist es mir ein bisschen zu zäh, was natürlich auch daran kommt, dass ich an keiner Kiste vorbeilaufen kann, um irgendwas einzusammeln. Aber dazu ist es dann irgendwie doch zu umständlich, da immer erst den Buchstaben hin und her und ich das nicht direkt über den Mauscursor lösen kann und dann immer noch ja, irgendwie die Auswahl, entweder das einzeln einzusammeln oder dann alles einsammeln zu müssen und das wieder mit unterschiedlichen Buchstaben oder sonst wie hinzuklicken. Im Moment kommt noch kein so richtiger Spielfluss auf, einfach so nebenbei ein paar Ressourcen mitzusammeln und ja, Handwerksmaterial anzuhäufen. Insbesondere, dass das Inventar jetzt letztlich schon so eng ist. Mal gucken, wann ich hier an eine Stelle komme, dass ich wirklich mehr Inventarslots habe, dass ich nicht das ganze Zeug jetzt alles verscherbeln muss und letztlich nicht nutzen kann, um eben irgendwelche Sachen herzustellen, weil eigentlich interessiert mich das Handwerk ja am meisten. Aber wenn das ohne irgendeine Plus-Mitgliedschaft irgendwie nicht sinnvoll zu betreiben ist, ist es ja auch schon mal nicht sehr interessant. Also, dann bis demnächst wieder zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert und ich glaube, ich muss mir noch ein bisschen vernünftigere Kleidung besorgen.